Und herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Ja, und wir machen weiter mit unserem Jedi-Gelehrten und sind auf Voss, wo Akan halt seine Offensive einleitet. Und jetzt wird's, glaube ich, interessant. Wir brauchen Unterstützung! Macht eine Landezone frei, damit die Verstärkungen dazustoßen können. Kämpft ehrenhaft! Kuyashi! Bleibt zusammen! Kämpft als Einheit! Wo seid ihr? Da. Voll laut die Soundeffekte. Leck mich fett. Verstärkung nähert sich. Commander, Lana, schön, dass ihr dabei seid. Theron. Wie ist euer Status? Ich kann den Turm der Prophezeiung noch eine Weile halten, aber die Fremdlingsenklave könnte dringend eure Hilfe gebrauchen. Wir sind unterwegs. Zur Brücke, Commander. Da oben war es schon. Die Allianz wird niemals fallen! Ja, das große Arschloch. Bis zum Ende. Ich halte die Stellung. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Commander. Wo ist er denn jetzt hin? Der war ja so schnell jetzt weg. Berichten zufolge stellt sich euch ein Kampfdruide in den Weg. Ein ziemlich großer sogar. Wir kümmern uns darum. Wie läuft es bei euch? Schwer zu sagen. Dranbleiben! Gib ihm keinen Freiraum! Ich kümmere mich um euch. Mein Gott, ey. Der hält schon ein bisschen was aus, ne? Autsch. Neutralisiert. Gut, aber unser Kampf ist noch nicht vorbei. Verbündete sitzen auf dem nördlichen Plateau in der Falle. Sie könnten eure Hilfe gebrauchen. Wir sind unterwegs. Bleibt auf Position und haltet mich auf dem Laufenden. Verstanden, Commander.
mich um euch. Haben wir. Schnell weiter. So langsam kehren auch die ganzen Fertigkeiten zurück. Achtung, runter! Es ist weg. Theron, Planänderung. Sie haben das nördliche Plateau zerstört. Bitte was? Wir kommen, um eure Position zu verstärken. Findet einen anderen Weg, wie wir euch erreichen können. Geht zu diesen Koordinaten. Voss-Kommandos haben davon gesprochen, dort eine Abkürzung zu sichern. So, und weiter. Wo? Da ist noch einer. Ja, und da ist auch noch einer. Haben wir auch. So, da sind auch noch ein paar Arschigeigen. So, es dürfte nicht mehr weit sein. Ah, da vorne ist schon am Blinken. Alles klar. Tief durchatmen. Das war nicht so cool. Jetzt haben wir es einfach weggebombt. Drüben. Commander, wir stehen unter schwerem Beschuss. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Haltet eure Stellung, Theron. Wir sind unterwegs. Ich werde mein Bestes geben. Und hoch. Commander, Valens Truppen feuern in der Nähe eurer Position auf Zivilisten. Es ist immer noch Zeit, sie zu retten. Seid ihr wahnsinnig? Wir können nicht alle retten. Es ist eure Entscheidung, Commander. Ich schicke die Koordinaten. Ach, warte mal, da waren noch die Zivilisten. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann auch noch welche.
So. Da oben sind auch noch welche. Hier, das wird helfen. Da noch. Jetzt fehlt uns noch eine Truppe, die ist da oben. Alles klar. Haben wir. So, erreiche Theron. Auf nach Theron. Mich um euch. So weit weg ist Theron. Da ist schon wieder so eine Arschgeigentruppe, ey. Hab ich dich. Valen wird dafür bezahlen. Muss ich hier rein? Nee. Ich will auch rein, Frau Hoffliegen. Wie ist das denn? In den Turm, sofort! Was brennt? Eure Freunde leiden. Nach so langer Zeit bricht der unsterbliche Imperator sein Schweigen. Ein derartiges Chaos verlangt nach meiner Aufmerksamkeit. In meiner Abwesenheit habt ihr euer Training abgeschlossen und meinen Sohn entthront. Ihr habt aber zugelassen, dass meine Tochter die Macht an sich gerissen hat. Erlebt jetzt die vernichtende Macht des ewigen Throns. Der Thron ist euer blutiges Vermächtnis. Unter meiner Herrschaft war der Thron ein Instrument des Friedens. Meine Tochter verfolgt barbarischere Ziele. Wenn Valen auf dem Thron bleibt, ist Voss nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Gemetzel, das noch folgen wird. Wie der Vater, so die Tochter. Auch wenn Valen weit davon entfernt ist, die Nummer zu bringen, die ihr auf Sios durchgezogen habt. Mein Kind ist weit mächtiger, als ihr es euch vorstellen könnt. Ihr werdet sehen. Guter Schuss, Theron. Ich bin eben ein Volltreffer. Dann sorgt nächstes Mal dafür, dass der Schuss auch tödlich ist. Angeberin. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Die Voss sind im Turm der Prophezeiung sicher, aber wir können nicht mehr lange standhalten. Erinnert mich daran, euch eine Gehaltserhöhung zu geben, wenn das hier vorbei ist.
Das werde ich sicher nicht vergessen. Ich unterbreche euch nur ungern, aber wir haben Gesellschaft. Okay. Jetzt sollte es besser werden. Alter, die Scheißviecher gehen noch ein auf Eier. Haben wir es überstanden? Nein. Okay, er ist ein bisschen dicker. Ein Schwanzgrabscher hat er die gekillt, ey. Ich kümmere mich um euch. Okidoki. Und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Und ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.